Nein, ich konnte ihn nicht leiden. Es macht mich nicht zu einem, nicht direkt zu einer Mörderin. Wenn ich rumlaufen, Leute ermorden würde, hätte ich es schon getan. Und nun meine ich, dass ich es getan habe. Es war nur echt kein Typ. Das kann die neue Ärztin aber selbst bestätigen. Sie hatte ihn nämlich auf dem Kieker. Es war mehr Grund gewesen, als ich jemals haben könnte. Außerdem war ich diese ganze Nacht im Dienst auf einer anderen Station. Kann also nicht umgebracht haben. Oh Gott, das wird hier ziemlich viel Text. Weiß noch, dass ich mich darüber gewundert habe, dass Licht im Büro des Chefärzten gebrannt hat. Das war irgendwann in den frühen Morgenstunden. Nein, ich habe niemanden gesehen. Oder warten Sie? Der Hausmeister, ich habe den Hausmeister auf der Etage gesehen. Er meinte, dass er eine Leiter für die Reparatur sucht. Ich konnte ihm leider nicht helfen, hatte selber eine Menge Stress an diesem Morgen. Warten Sie. Alle verdächtigen den Hausmeister. Was denken Sie? Können Sie den Tatverlauf rekonstruieren? Okay, versuchen wir es. Fantastisch. Und wer war es? Das ist absolut klar. Es kommt eine einzige Person in Frage, diese Tat begangen haben kann, auch wenn jeder einzelne von euch ein Motiv gehabt hat. Übrigens, da ist klar, die Person, die Mord begangen hat, war ein Krankenwagenfahrer, es war die Chefärztin selbst. Und die neue Ärztin ist schuldig. Rostmet hat die Tat begangen. Fehlkraft hat ihre Finger im Spiel. Ich würde sagen, nichts davon. Die einzige Lösung, die ich hier sehe, ist, dass das Opfer selbst gewesen war. Ich weiß, das zählt hier nicht, aber es ist, muss Selbstmord gewesen sein. Der Hausmeister wird von allen verdächtigt, deswegen war er es schon mal nicht. Das ist das der, wo alles, wenn alle auf den zeigen und sagen, der ist schuld, dann ist alles schon mal, das ist, der war schon mal nicht. Pflegekraft, wieso? Chef ist selbst, die Ärzte sind schuldig. Ich sagte, Krankenwagenfahrer war es. Der Krankenwagenfahrer. Nein. Aber, nein, wirklich nicht. Heißt das, es eine von uns hat einfach zu schlecht gespielt? Oder bist du das Problem? Ich bin Arzt, kein Detektiv. Vielleicht auch gut so. So offensichtlich die neue Ärztin. Schließlich war sie die einzige, deren Alibi sich widersprochen hat. Sie hat gesagt, sie hat den ganzen Vormittag Akten bearbeitet. Die Pflegeperson hat aber ganz klar gesagt, dass sie der Ärztin ständig auf dem Flur begegnet ist. Und was soll das Motiv gewesen sein? Ist das nicht offensichtlich? Assistenz und sie haben zusammen in demselben Krankenhaus gearbeitet. Die Frau, dass die Tötung für die erlassen wurde, aber die man ihm niemals beweisen konnte. Es war in Wirklichkeit ein Mord, den sie verübt hat. Sie hat es nicht gut aufgenommen, dass jemand anders angerechnet wurde. Um genau zu sein, hat sie es so schlecht aufgenommen, dass sie ihm bisher gefolgt ist und als ihn dann Büro des Chefärzten erwischt hat, hat sie die Chance für Rache genutzt. Ist doch ganz logisch. Ja, absolut. Naja.
Ich weiß ja nicht. Schade, dass du den Mordfall nicht aufdecken konntest. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Das freut mich. Wie fandest du die Show? Die Show? Nun ja. Wenn man diese Hampelei-Show nennen mag, dann würde ich sie als simpel bewerten. Fass ich nicht, dass sie den Mordfall nicht aufdecken konnten. Nee, wieso? Das war schwer. Sie hatten ein leichtes Spiel mit dieser Amateurtruppe. Es ist aber nicht nett. Mit Nettigkeit hat das nichts zu tun. Es geht um Schauspiel, um den einzigen Grund, warum es diese Welt festhält. Hast du ein paar Tipps für mich? Ich weiß nicht, ob dieser Aufwand eine Frucht vorher hervorbringt. Die Zeit ist mir zu kostbar. Du musst jetzt weg. Ihr habt euch wohl. Du kennst keine Tipps, oder? Hallo? Statue antwortet nicht mehr. Uff, das war aufregend. Meine Knie zittern immer noch. Ich glaube, das Schauspiel muss ich noch etwas üben. Hehe. Ich werde mich jetzt verdrücken. Was ist mit euch? Ich bleibe noch ein bisschen an der frischen Luft. Finny, hast du vielleicht einen Moment? Na klar. Dann kommt gut nach Hause später. Gute Nacht, ihr Krimi-Genies. Ich wusste nicht, dass es um meinen Mordfall geht. Tut mir leid, ich hoffe, das war dir jetzt nicht zu viel. Mir hätte es aber wirklich viel Spaß gemacht. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Danke für die Ablenkung. Finde ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Ich weiß nicht, wie der erste Todesfall für dich anfühlt. Aber ich muss davon ausgehen, dass ich auch irgendwann in einer solchen Situation bin. Ich habe großen Respekt davor. Vielleicht sogar Angst. Aber es gehört auch dazu und deine gute Herz dann muss damit umgehen können. Vielleicht passiert es ja auch nie. Du bist doch eine super Ärztin. Das halte ich für unrealistisch. Und wenn es passiert, will ich bereit sein. Was denkst du gerade? Nicht viel. Wir können einfach nur schlafen. Und danke, dass du mitgemacht hast. Ohne dich hätte ich mich bestimmt nicht getraut. Vielleicht hast du ja jetzt in Zukunft nochmal Lust. Nun will ich aber die Detektivin sein. Es wäre mir eine Ehre, wenn du nächstes Mal meinen Mord aufdeckst. Hehe. Ich komme schon klar. Ja, das wirst du machen. Und du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du strauchelst. Das mache ich ja auch schon bei dir, hehe. Ich werde auch klarkommen. Auch hier in der Stadt. Ich glaube, ich mag es hier. Leute, die kleinen Straßen sind der Schlaffest war toll. Ich denke, ich kann mich hier wohl fühlen. Vor allem mit so einem Anspielpartner wie dir. Lass uns dafür sorgen, dass hier so wenig Leute sterben wie möglich. Das ist die Abmachung. Abgemacht. Ja. Abgemacht. Britta die Welt bedeuten. Nimm an der Theaterprobe teil. Ich kann es kaum erwarten, mal auszuschlafen. Gute Nacht, Welt. Mit der Schneebälle in mein Fenster geworfen. Ich hoffe, das war nicht Rache an meine alten Zimmerpflanze. Falls ich ein bisschen, ich sag's nochmal hier für die Aufnahme, falls ich ein bisschen erkältet klinge, mag das daran liegen, dass ich erkältet bin. Ich habe mir im Urlaub, den ich gemacht habe,
eine saftige Kettung zugezogen. Es geht wieder, ich kann wieder aufrecht sitzen. Deswegen dachte ich mir, spiele ich jetzt trotzdem. Ich habe so sehr Bock drauf. Ich gebe mein Bestes. Mal schauen, wie weit wir kommen. Schauen wir mal, wer da draußen Fenster gegen die Schneebälle wirft. Genau so. Gar nicht andersrum. Passend zu meiner Erkältung ist auch Winter im Spiel, also ja. Passt ja. Hey, guten Morgen. Achso, das war. Hey, guten Morgen. Hat es schon mal bessere? Ich sag's, wie es ist. Hab gerade meine Augen ausgeruht. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Hab schon angefangen zu träumen. Von einem schönen heißen Fondue. Und auf einmal Rumpelpumpel. Kommt hier eine Gruppe Leute vorbei. Haben null Rücksicht auf meinen Schlaf genommen. Schienen wütend gewesen zu sein. Wirklich? Mir hat heute Morgen jemand Schneebälle gegen das Fenster geworfen. Vielleicht waren das ja dieselben Leute. Wieso waren sie wütend? Was weiß ich. Sie sind Richtung Altstadt gelaufen. Seltsam. Ich halte mal die Augen offen. Was ist das? Pass auf dich auf, Kumpel. Oh je. Haben uns Feinde gemacht. Der obligatorische Weg zum Fluss, um ein paar Flussgedanken abzuholen. Eine Dame im Fluss, die angelt. Ein Fündi-Mann. Ein Fündi-Schneemann. Na, wie geht's dir? Es geht. Und dir? Es geht. Manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Muss dann. Muss. Muss deine Schwester? Kommen zurecht. Dein Krankenhaus? Kommen auch zurecht. Fluss fließt. Fluss fließt. Schon schön, der Fluss. Wenn man genau hinsieht. Der schönste von mir. Der schönste. Was für ein Gespräch. Am Stadtrand saß eine Anglerin am Fluss. Sie heißt Frauke. Und ich habe mich in der Zimtik unterhalten. Sie scheint häufiger dort zu sein. Wenn ich Zeit finde, sollte ich vielleicht mal bei ihr vorbeischauen. Was haben wir doch? Jetzt erst. Das Handy eingetragen. Das ist doch eindeutig ein Fündi-Schneemann. Hieß doch Fündi, oder? Ich hoffe, ich klinge heute nicht zu grausam. Ich bin auch für die Aufnahme halbwegs verständlich. Nicht schlimmer als sonst immer. Ich glaube, wir sollten laufen. Einfach mal um die zur Altstadt einfach mal zu laufen. Auch wenn es Ärger gehen könnte. Spannend genug ist es. Wer ist hier? Alles in Ordnung? Ich weiß nicht genau. Ich war gerade am Schneeschieben vor unserem Laden. Da habe ich plötzlich Lärm gehört. Wollte nachsehen, was hier los ist. Und habe eine Gruppe Leute gesehen. Wir sind Richtung Marktplatz gelaufen. Ich spüre immer noch das Adrenalin. Oh, war ja. Da geraten wir ja in was rein. Das könnte ins Auge gehen. Na, mal schauen. Wir
sind ja eh schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Vielleicht können wir auf dem Weg noch welche mitnehmen. Nach einer schönen Schlägerei. Der, alles in Ordnung. Ey, der Daubs. Was? Gerade kam hier eine Gruppe vorbei. Waren ganz schön aufgeheizt. Ich habe gefragt, was sie vorhaben. Aber ich wurde ignoriert. Das erinnert mich an den großen Tumult von Sandalwood. Möchten Sie etwas darüber erfahren, junger Historiker Verschwink? Immer. Für Geschichte sollte man sich immer Zeit nehmen. Denn wir können daraus etwas für die Zukunft lernen. Es begab sich in Sandalwood während eines heißen Sommers. Ganz anders, also wir es gerade haben. Sandalwood wurde damals auch die Zitrusstadt genannt. Denn viele Leute arbeiteten an Zitrusprodukten. Saft, Bonbons, Seifen. Sandalwood kam zu großem Reichtum. Besonders beliebt waren die vielen Zitruskuchen von der Konditorei Limettencreme. Die Besitzerin wurde eines Tages zu gierig. Die Preise für die Kuchen und Torten stiegen im Nu. Auf das Fünffache an. Gleichzeitig begannen sie damit minderwertige Zitrusfrüchte für ihre Backwaren zu verwenden. Die Leute kamen dahinter und riefen zum Boykott auf. Die Sache schaukelte sich so hoch, dass fast die halbe Altstadt brannte. Die Luft der gesamten Umgebung war noch für Wochen von Zitrusduft durchzogen. Deswegen nennt man ihn auch den Zitrussommer. Ein schönes Wort für einen schrecklichen Vorfall. Die Besitzerin der Konditorei ist davon gekommen. Jedoch wurden strenge Auflagen für die Zitrusspeisen etabliert. Kurz darauf verließ sie die Stadt und ward nie wieder gesehen. Das war ja der große Tumult von Sandalwood. Fasziniert. Soll ich hier mal reingehen? Ob das so eine gute Idee ist? So früh schon Lust auf einen Drink? Nee, besser nicht. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Das ist gestern echt nicht schön gewesen. Nein, was du nicht sagst. Was ein Scheiß, mich rauszuwerfen. Bin trotzdem froh, dass ich dabei sein konnte. Für dich und Irma. Ich hoffe, die Trauerfeier lief danach noch harmonisch. Wir sind noch in den Perlnebelwald gefahren. Habe ein extra schönes Plätzchen für Irma gefunden. Es war in Ordnung. Das Krankenhaus war leider noch ein paar Mal Thema bei den Traugästen. Jetzt versuche ich das Ganze erstmal für mich zu verarbeiten. Hast du eine Gruppe hier vorbeikommen sehen? Ja, tatsächlich. Haben ganz schön Krach gemacht für diese Uhrzeit. Ich glaube, sie sind Richtung Krankenhaus gegangen. Ach so, seltsam. Ich hoffe, dass das nichts Schlechtes bedeutet. Ich bin ja gerade auf dem Weg dorthin. Ich drücke die Daumen, mein Freund. Oh je. Das gibt Ärger. Hier ist nichts. Dann wollen wir mal. Hast du vielleicht eine wütende Gruppe gesehen? Keine Antwort. Ich habe da schon solche Befürchtungen. Darf's für dich vielleicht ein heißer Kaffee sein? Klar, gerne. Hilft gegen die Kälte. Na endlich. Danke dir. Gerade kam eine Gruppe hier vorbei. Ich habe schon mein großes Geschäft gewittert. Leider hatten sie kein Interesse am Kaffee. Großgruppe, wo sind sie hingegangen? Richtung St. Ursula. Du musst doch wahrscheinlich auch dorthin, nicht?
wirst sie sicher nicht verfehlen. Oh weia. Zum Glück noch Zeit für einen kleinen Kaffee. Oder auch einen großen. Meistens eher ein großer. Oh weia. Ich höre es schon. Was denn hier los? Hier sind viele Leute. Ich habe gedacht, hier gibt es vielleicht Geschenke, Schokolade. Aber hier sind nur alle wütend. Das gefällt mir nicht. Was geht denn hier schief? Wie viel Geld wollt ihr uns noch aus den Taschen ziehen? Arbeitest du nicht auch im Krankenhaus? Das tue ich, und zwar schon viel zu lange. Ich kann das alles nicht mehr. Seit Jahren schufte ich mich ab. Kein Privatleben, kein Ausgleich. Ich will ein Zeichen dagegen setzen. Und die Leute haben valide Argumente. Mach doch mit. Wir können hier vielleicht etwas bewegen. Worum geht's denn überhaupt? Wir wollen Zahlen sehen. Ich sag's euch, das Antrusel-Krankenhaus ist weg. Wie viele von euch haben hier schon gerettet? Wie viele von euch mussten tief in die Nacht in die Taschen greifen? Die Beiträge werden immer höher. Die Qualität der Behandlung wird immer schlechter. Das Personal hier ist überfordert. Und das Gebäude fällt eh schon auseinander. Wollen wir das wirklich so hinnehmen? Wollen wir noch mehr an dieses Krankenhaus opfern? Nein, auf keinen Fall. Was? Was soll das hier? Ah, er ist ja unser Spezialist. Was hast du heute geplant, du Gauner? Lass mich durch, Ralf. Geh doch. Mach weiter mit deiner korrupten Masche. Wir werden ja sehen, wie viel du noch in ihr Leben bringst. Genau, verzüge ich. Weg mit dem St. Ursula, weg mit dem St. Ursula. Alles klar. So viel dazu. Ingrid, haben Sie die Leute da draußen gesehen? Natürlich. Bisschen übergeschnappt, wenn du mich fragst. Wollen wir vielleicht die Polizei rufen oder so? Mach dir nichts draus, Junge. Das ist nicht das erste Mal, dass ein paar wütende Leute hier vor der Tür stehen. Sie werden ihre Demonstration angemeldet haben. Dann können wir da gerade wenig tun. Ralf ist zwar eine Flachpfeife, aber wenn er etwas durchsetzen will, dann hat er keine Gnade. Sind Sie nicht besorgt? Eine Pflegekraft steht auch dabei. Nee, nicht wirklich. Kritik gehört dazu. Hier kommt schließlich niemand rein und geht super erfrischt und erholt wieder raus. Höchstens geht's der Person dann wieder normal. Wenn's dann doch nicht so ist, werden manche Leute sauer. Solange sie hier nicht reinkommen, ist alles gut. Dr. Theobald kümmert sich schon darum. Er hat übrigens heute Morgen nach dir gefragt. Es vergeht wohl kein Tag, wo er nicht etwas von dir möchte. Nicht wahr? Scheint dich zu mögen. Du kannst aber direkt auf deine Station fahren. Ist auch dort. Ah ja. Dann wollen wir mal. Wir nehmen lieber die Treppen. Hoppla, ich gehe mal aus Versehen in die 5. Nee, kann ich nicht. Schade.
Sie haben hier heute einen ganzen Fanclub dabei, wie mir scheint. Und nicht nur das. Dr. Theobald ist auch hier. Scheinbar sind Sie gut gefragt heute. Haben Sie Dr. Theobald hier gesehen? Links. Er ist in unserem Pausenraum. Darum halte ich mich gerade davon fern. Wir rasseln gerade öfter mal aneinander. Da vergeht mir die Lust nach weichgekochtem Smalltalk. Ich soll mit ihm sprechen? Natürlich sollen Sie das. Halten Sie es bitte kurz. Wir müssen an die Arbeit. Okay. Dann werde ich mal. Bin sofort gekommen. Dr. Theobald, wissen Sie von den Leuten vor dem Gebäude? Selbstverständlich. Aber erst eine Frage an Sie. Sind Sie zur Trauerfeier von die Kalmar gegangen? Ja, und ich denke, es hat mir geholfen. Danke für den Tipp. Ich fürchte aber, ich bin mit Schuld an der Demonstration. Wie meinen Sie das? Naja, die Trauerfeier ging ganz normal los. Doch man hat mir die Schuld an Irmas Tod gegeben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wissen Sie, man muss sich leider einer Sache bewusst sein. Der Alltag im Krankenhaus ist ein Alltag der Probleme. Die Leute kommen in der Regel mit einem Problem zu uns. Manchmal lässt sich das Problem lösen, manchmal aber leider nicht. Wir haben keine geheimen Superkräfte. Wir können nur dafür sorgen, dass sich die Leute wieder so wie vorher fühlen. Das ist unser Alltag. Wenn er uns gelingt, wird das selten mit positiven Worten oder Taten belohnt. Wenn er uns nicht gelingt, aber umso mehr mit negativen. So ist das leider. Und unser Beruf ist das bei weitem nicht der einzige. Ist das nicht das einzige? Sie kennen das sicher von sich ebenso. Wir bilden uns erst eine Meinung, wenn etwas mal nicht so funktioniert, wie erhofft. Was können wir tun, um die Leute wieder zu beruhigen? Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Belegschaft attackiert oder belästigt wird. Ich werde mit Ihnen reden und die Sache klären. Und was kann ich tun? Tun Sie Ihren Job. Helfen Sie denjenigen, die Hilfe brauchen. Lösen Sie so viele Probleme wie möglich. Auch wenn es nicht alle sein werden. Okay. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Na dann. Viel Glück beim Klären. Wütende Demonstranten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Fragen haben. Sie würden sicher wissen, wie ich über die Sache denke. Ob ich mir Sorgen mache um die kleine Demonstration dort unten. Tun wir uns beiden den Gefallen und überspringen diesen Teil. Starten Sie bitte mit Ihren heutigen Aufgaben. Wir sprechen später. Daten aktualisiert. So, P33, oh Gott, mein Lieblingspatient. Fangen wir mal von hinten an. In den 301. Hallöchen. Hallo du. Weißt du was? Mein Bauchweh ist weg. Und Mama kommt mich heute abholen. Super, das freut mich aber. Dann wollen wir dich ein letztes Mal untersuchen, bevor es nach Hause geht. Auch wenn ich nicht oft so tolle Patientinnen wie dich hier habe. Hihihihihi. Okay. Es wird nochmal gespritzt. Hier sieht's gut aus. Nicht so zittern. Nee, weiter hinten. Das ist sehr gut. Das war doch gut. Krank, ja.
fast den gesündesten Bauch, den ich diese Woche gesehen habe. Meine Kollegin hat deiner Mama vorhin schon einen Brief für deine Kinderärztin mitgegeben. Du musst schön darauf achten, was du isst. Versprichst du mir das? Ja. Dr. Gerda hat das auch gesagt, dass ich auf dich hören soll. Und weißt du was? Was denn? Sie sagt, du bist ein guter Arzt. Wirklich? Ja, weil du meinen Bauchweh weggemacht hast. Und sie sagt, ihr Bauchweh hast du auch weggemacht. Aber weißt du was noch? Was denn? Dr. Gerda ist auch eine gute Ärztin. Sie hat nämlich mein Heimweh weggemacht, jeden Abend. Da hast du recht, Emma. Meine Kollegin bringt dich gleich runter. Zu deiner Mama, ja? Mach's gut, Emma. Tschüss. Das ist doch schön, weil sowas macht den Tag gleich besser. Nach dem Protest unten und nach dem Stress. Und jetzt haben wir gleich nochmal dieses Kind. Jetzt wird's noch wilder. Thank you.